Hallo und herzlich willkommen zurück beim Captain. Und wir haben ja letztes Mal alle Bodenplatten aktiviert und müssen jetzt nur noch diesen Hebel ziehen. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Mal sehen, was passiert. Ja. Der Tunnel hat sich geöffnet. Sehr cool, dann können wir jetzt da raus. Jetzt müssen wir nur noch aus der Höhle entkommen und das UFO startklar machen. Und dafür brauchen wir ja Sprit hier, ne? Ein leerer Ionenbehälter. Und ich weiß immer noch nicht, wir haben immer noch diesen Ionenwürfel. Ich würde ihn ja irgendwie gerne hier reintun, weil das ja Ionenbehälter heißt. Das ist ein Mark IV Kraftstoffbehälter. Es muss einen anderen Weg geben, ihn voll zu bekommen. Stimmt, das hatte sie ja gesagt, es muss einen anderen Weg geben. Ich guck gerade mal, wenn ich von der Platte runtergehe, ob das okay ist. Ja, das ist okay. Dann gehe ich mal kurz zu... Obretta kann ich eigentlich auch wieder mitnehmen, ne? Kann ich den mitnehmen? Moment. Obretta, geh bitte von der Bodenplatte runter und folge mir. So, dann haben wir den auch wieder dabei und den Dings, weiß ich nicht, ob ich den auch abholen kann, den Danny. Vielleicht weiß der ja irgendwas über Treibstoffe. Treibstoffbehälter, ich meine, er war ja so ein Typ. Meh. Gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Kann ich eigentlich noch so einen Titanbehälter mitnehmen? Ich nehme einen. Also es muss mal... Also entweder hat es noch was mit den Kristallen auf sich. Oder wir müssen das hier irgendwie... Mit Kristallstaub voll machen. Das wird nichts. Der Behälter? Das halte ich nicht für sinnvoll. Aber es bringt, glaube ich, alles nichts. Sind hier irgendwie... Mark IV. Einen Finger stecke ich da sicher nicht rein. Nee, da kann auch nur das, der Treibstoffbehälter rein. Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Aber wenn der leer ist? Ein leerer Ionenbehälter. Warte mal, Ionenbehälter? Das ist ein Ionengenerator. Vielleicht kann ich den ja irgendwie hier anschließen? Lieber nicht. Oder an den Stecker irgendwie? So, der Treibstoffbehälter ist voll. Cool, so einfach ging es eigentlich. Das hätten wir eigentlich gleich machen können. Ich meine, den Stromstecker haben wir ja auch nie benutzt gehabt. Für irgendwas musste der ja gut sein. Dann packen wir jetzt den Behälter in den... Also hier rein? Das halte ich nicht für Sinn. Nein, ich meine da rein. Ins UFO. Ich stecke den Treibstoffbehälter wieder rein. Jetzt müssen wir doch nur noch aus der Höhle entkommen. Okay, alle bereit zum Aufbrechen? Planet Varion, wir kommen! Hallo? Muss ich irgendwas tun? Ne, ich habe aber keinen. Ah! Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir hier landen, was das für ein Planet ist. Sieht auf jeden Fall ziemlich ungesund aus. So, wir sind da. Ja. Das hier ist ein gefährlicher Ort. Es wäre wohl am besten, wenn ich mich erstmal umsehe. Ihr bleibt hier und verhaltet euch unauffällig. In Ordnung. Du weißt noch, warum wir hier sind? Ja, wir müssen den DNA-Replikator finden und ihn zerstören. Und Captain Bravoski befreien. Ohne ihn schaffen wir es nicht. Er ist bestimmt im Gefängnisflügel. Wie kriegen wir ihn da raus? Unter dem Gebäudekomplex verläuft eine Kanalisation. Da kommt man aber nur von der Lagerhalle aus rein. Gut. Irgendeine Idee, wie man in die Lagerhalle gelangt? Ich werde versuchen, es herauszufinden. Und da hüpft unser Tagebuch. Befreie Captain Brave, ja, und dringe in den Gebäudekomplex ein. Ich guck gerade mal durchs Gebüsch, hier ist eine unheimliche Pflanze. Die Pflanze ist mir irgendwie unheimlich. Wenn ich näher rangehe, brennen meine Augen. Interessant, damit kann man vielleicht irgendwie eine Wache ausschalten oder so. Die Pflanze sieht zwar ziemlich merkwürdig aus, aber ich nehme mir mal eine Frucht.
Können wir eigentlich wechseln? Ja, wir können auch wechseln, gut. Aber erstmal sollen wir ja mit ihm losgehen. Durchs Gebüsch, Rohbretter, da geht's den Pfad entlang. Ich gehe jetzt erstmal durch den Pfad. Hier ist ein Nest mit Eiern. Da kann ich nicht hin. Ach so, das ist die Absperrung hier. Das ist eine ionenbetriebene Absperrung. Hightech-mäßig. Da kann ich nicht hin. Okay, also hier ist der Captain bestimmt drin, ne? Dieser Kerl bewacht den Haupteingang. Na Kumpel, was geht ab? Warum treibst du dich hier herum? Zurück auf deinen Posten. Was faselst du denn da? Was faselst du denn da? Du hast deinen Posten verlassen. Wenn das Management das mitkriegt, bist du geliefert. Ich habe keine Ahnung, was du eigentlich redest. Ich habe keine Ahnung, was du da eigentlich redest. Machst wohl auf dumm, was? Und wie ich merke, ist deine Migräne weg. Ich wusste doch, dass du nur simulierst. Welche Migräne? Hör zu, ich rede nicht mit dir, wenn du mich für dumm verkaufen willst. Du bist sehr, sehr merkwürdig. Das sagt genau der Richtige. Wie auch immer. Was ist das für eine Absperrung? Was ist denn das für eine Absperrung? Als ob du das nicht wüsstest. Das Management ermittelt die durchschnittliche Arbeitsstundeneffektivität aller Angestellten. Angestellte? Verdammt, wir sind Piraten. Wir machen, was wir wollen. Tja, wir werden jetzt aber pro Stunde bezahlt. Scheint dir irgendwie entgangen zu sein. Das ist doch verrückt. Wir klauen, plündern und brennen Dörfer nieder. Ich habe keine Ahnung, was du da eigentlich redest. Das war einmal. Die allmächtigen Klone wie du machen das jetzt. Die anderen sind aus Sicht des Managements nur noch minderwertige Arbeiter. Ich? Geklont? Was ist hier los? Wo ist General Bragg? Oh, dieser Verräter. Nachdem man ihn geklont hatte, wurde er regionaler Einsatzleiter. So läuft das halt in der Bürokratie. Bragg wurde auch geklont? Unglaublich. Erzähl weiter. Ist interessant. Kannst du für mich die Absperrung abschalten? Dafür brauche ich deine ID-Karte. Mist. Ich habe, glaube ich, keinen. Ich will mehr über die Sache mit dem Klonen wissen. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Alle Piraten, die außer Gefecht gesetzt wurden, hat man geklont und optimiert. Okay. Okay, und was ist mit den anderen? Die haben sich jeden einzelnen von uns geschnappt und uns an einen Schreibtisch gesetzt, damit wir verwaltungstechnische Arbeiten erledigen. Du machst Witze, oder? Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Erinnerst du dich noch an Derek die Bluthand? Klar, so einen unheimlichen Kerl vergisst man nicht so schnell. Tja, der ist jetzt fürs Staubsaugen zuständig. Boah, der reinste Horror. Ich kann froh sein, dass sie mich nur in dieses Wachhäuschen gesteckt haben. Das ist einfach schrecklich. Wer kümmert sich denn jetzt ums Plündern, Angst und Schrecken verbreiten und all die anderen tollen Sachen? Die Klone. Das macht mich alles echt krank. Die haben hier alles umstrukturiert. Und der rechtschaffene Arbeiter ist nicht mal mehr den Staub unter ihren Schuhen wert. Ich hoffe, das Syndikat wird irgendwas dagegen unternehmen. Mir reicht's. Ja, ich organisiere einen Streik. Na dann, viel Glück. Ich verstehe den Sinn nicht. Tja, sie denken, dass sie damit unsere Effektivität als Untergrundorganisation erhöhen können. Totaler Blödsinn, wenn du mich fragst. Klon, okay. Hast du die Klone schon in Aktion gesehen? Nein, nicht wirklich. Sie setzen sie im Moment als Wachen ein. Man kann ohne unterzeichnetes Formular nicht mal mehr aufs Klo gehen. Mir reicht das jetzt mit der Klonerei. Mir auch, das kannst du mir glauben. Okay, dann war's das, glaube ich. Man sieht sich. Ja, bis später. Erinnert mich so ein bisschen hier nur die Augen in so einem schwarzen Ding an diesen, ich glaube Slim Cornito heißt der, ne, von Ratchet & Clank. Für die PlayStation war das so ein exklusiver Titel, habe ich richtig gerne gespielt. Oder spiele ich immer noch ziemlich gerne und da erinnert er mich so ein bisschen dran. War auch in so einem schwarzen, in so einem Kasten und war nur die Augen zu sehen, war immer ganz lustig. Komme ich denn jetzt hier in den Pfad entlang zum Landeplatz? Ich guck mal. Vielleicht kann man ja noch irgendwas aus dem UFO rausholen. Oder auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal durchs Gebüsch. Wahrscheinlich geht das einmal so rum. Oh, da sind Wachen. Oder das wird der Pfad sein hier, ne? Der Pfad entlang gehen. Ja, okay. Gibt's hier zwei Orte hier, wie es mir scheint?
Das ist eine Wache. Da geht zur Lagerhalle. Wo geht's hier hin? Weiß ich nicht. Ach, nur nach rechts. Ist aber nichts, ne? Okay, dann schaue ich mir mal die Wachen an. Der sieht ganz schön tough aus. Der sieht ganz schön tough aus. Was brauche ich, um reinzukommen? Was brauche ich, um Zutritt zu bekommen? Laut neuer Gesetzgebung müssen alle Warenlieferungen hier durch. Und ohne Fracht kommt hier keiner rein. Ah, dann brauche ich wohl einen Transportroboter. Ja, einen Crips-Transportroboter. Und ein ausgefülltes Warenanlieferungsberechtigungsantragsformular natürlich. Alles klar, danke. Ach Gott. Seid ihr beiden Brüder? Nein, wie kommst du darauf? Verschwinde! Warum heißt das Gebäude jetzt Lagerhalle? Das Management hat das so entschieden. Ein ganz schön dämlicher Name, oder? Wir haben immer Versteck gesagt. Versteck? Klingt viel zu unprofessionell. Das Wort passt in keiner Weise zum seriösen Auftreten unserer Organisation. Wir sind Piraten. Was ist daran so seriös? Stelle nicht die Entscheidungen des Managements in Frage. Oder willst du etwa eine Abmahnung riskieren? Ist ja gut. Muss ja nicht gleich an die Decke gehen. Verschwinde! Deine Anwesenheit wirkt sich nicht gerade förderlich auf die Moral der Belegschaft aus. Okay, dann verschwinde ich. Ich geh dann mal. Tu das. Hey, stehen bleiben! Genehmigung vorzeigen. Klar. Einen Moment. Okay, was haben wir denn überhaupt noch dabei? Ach, der ID-Karte der Crips, die haben wir doch dabei. Das ist meine ID-Karte. Dann können wir ja doch dahin. Moment, dann. Ich dachte, die hätten wir nicht. Weil die vorhin war die ja nicht im Inventar gewesen, aber da brauchten wir sie auch nicht. Hier, bitte sehr. Okay, lass mal sehen. Irgendwas ist komisch mit deiner ID-Karte. Was ist denn da jetzt falsch dran? Was denn? Du wurdest geklont. Hier in der Datenbank steht auf direkten Befehl von General Rack geklont. Und diese ID-Nummer gilt als vermisst. Ja, das kann eh nicht falsch sein, was wir sagen, deshalb fange ich mal von oben an. Das ist alles so kompliziert. Stimmt. Und verdächtig noch dazu. Ich bin kein Klon. Ich bin kein Klon. Natürlich bist du das, sieht man doch. Ich lasse dich erst durch, wenn du zugegeben hast, dass du ein Klon bist. Okay, dann gebe ich's zu. Also gut, ich geb's zu. Ich bin ein Klon. Ha, wusste ich's doch. Du willst passieren? Ja, natürlich. Das war einfacher, als ich gedacht habe. Ach, hier ist auch noch Sumpfwasser, okay. Ja, ein Sumpf. Man gewöhnt sich dran, wenn man auf Varion lebt. Das geht so nicht. Das geht so nicht, kann ich... Tödlicher Pfeffer, noch besser. Ich wollte das eigentlich ins Wasser halten, ich weiß noch nicht warum. Das ist keine gute Idee. Aber vielleicht können wir uns mal ein paar Eier nehmen. Oh, was haben wir denn da? Sumpfenten haben hier ihr Nest gebaut. Ich bräuchte einen längeren Arm, um an die Eier ranzukommen. Da komme ich nicht ran. Und in den Sumpf gehe ich bestimmt nicht. Schade. Ja, aber wir haben jetzt eh nichts, also müssen wir ja mal gucken. Was? Durch den linken Gang nach rechts Wassersprüher. Den kann man bestimmt gebrauchen. Ein gewöhnlicher Sprüher zum Befeuchten von Pflanzen. Nichts Besonderes. Aber zum Mitnehmen gut gemacht, ne? Ich denke, ich kann ihn mitnehmen. Richtig. Okay, Wasser, Pfeffer und die Karte haben wir. Und eine Pflanze steht auch hier rum. Die Pflanze lockert die kalte Atmosphäre ja auch nicht auf. Ist ja fast wie in einer Anwaltskanzlei. Stimmt. Die brauche ich nicht. Okay, Pflanze können wir nicht mitnehmen, aber dafür gibt es hier einen Lautsprecher. Die interne Sprechanlage. Was soll das bringen? Ich habe keine Ahnung, aber die Option war da. Dr. Green, bitte in die Zentrale. Ich wiederhole, Dr. Green, bitte in die Zentrale. Dr. Green... Ah, ist dasselbe. Ich dachte, er macht noch einen anderen Witz. ID-Automat, da können wir unsere Karte reinstecken. Ist das nicht offensichtlich? Das ist die Aufzugtür. Naja. Der ID-Automat auf der linken Seite öffnet diese Tür. Ich gehe jetzt erstmal nach links, bevor ich jetzt hier den großen Aufzug benutze.